Black Caesar. Und damit willkommen zurück. Hier ist euer Steinfallen. Zurück bei Phelps. Phelps, welcome to Vice. In neue Arbeitsstätte, genau. Partner, Roy Earl. Take a seat. Ach, Roy, okay. A special request was made to transfer you to add Vice. We need a man with your kind of starch on this desk, son. We have two dead Negroes found in an apartment this morning on Yucca Street. Number 6358, apartment 5. We got better things to be doing than wasting our time on two dead junkies. Did I ask your opinion, detective? Two men dead on U.S. Army issue morphine. That makes it an advice case. Beat it! Yes, sir. Oha, sein Vorgesetzter kann ihn offenbar auch nicht leiden. Obwohl er da ja der Top-Mann ist, angeblich. You and the Lieutenant have some history? You could say that. We used to be partners. So, you're working with the big boys now, Cole. I guess so, Roy. I thought homicide was the primo assignment. That may be the case. I asked for you personally, Phelps. I had to pull a few strings to get you over to Advice. How does it feel? Okay, das wundert mich. Seems to think I'm doing okay. Okay. Don't get humble on me, Phelps. You're doing great. You're the department pinup boy, war hero and crime fighter. What a combination. I can assure you I'm no war hero, detective. Let's rouse some hopheads. Alles klar. Lass mal kurz ein paar Sachen besprechen. Erstens wundert mich, dass er uns geholt hat, weil na, es gab da schon, ich habe das Gefühl zumindest, irgendwie Differenzen in der Art und Weise. Er müsste doch wissen, dass Phelps ein Überkorrekter ist und ich habe den Eindruck, dass er selbst kein Überkorrekter ist. Im Gegenteil, er scheint ganz schön tief mit drin zu stecken. Das ist das Erste, was interessant ist. Das Zweite ist, wir sind hier an einem ganz neuen Ort, wurde, glaube ich, auch gesagt. Wir sind jetzt in Hollywood selbst. Wir schauen mal, wo wir uns gerade befinden. Ah, okay, wow. Weit weg von der bisherigen Wirkungsstätte. Wirklich extrem weit weg. Aha, naja, schön. Lernen wir hier eine neue Gegend kennen. Und zum Dritten, wir haben ein neues Auto. Offenbar. Wobei ich mir kaum vorstellen kann, dass das irgendwie ein offizielles Dienstfahrzeug ist, aber vielleicht muss das bei der Sitte so. Weiß nicht. So, dann fahren wir mal zum Tatort. Nice car, Roy. Is that department issue? Genau die Frage, die ich mir auch gestellt habe. No, this is my sled. Ach. You can't be seen slumming it in a Nash if you're in Vice Cold. Meanwhile, we got needle freaks kissing it goodbye all over Central Avenue. Okay, es ist echt sein Privatwagen. Ja, das passt zu ihm. Das bedeutet aber auch, dass wir vielleicht noch vorsichtiger fahren müssen. Was machen die hier? Ich würde mal sagen, wir wollen es mal hier in neuer Wirkungsstätte nicht gleich übertreiben. Fahren wir erstmal hier zum Ziel. Und lassen den Fall die Kollegen erledigen. Gerade weil wir hier mit dem Privatfahrzeug unterwegs sind. Und dann im Übrigen müssen wir über noch eine andere ganz wichtige Sache sprechen, denn der Lieutenant sprach vom Morphium der US-Armee und das bedeutet, jetzt scheint sich der Kreis zu schließen. Jetzt scheint ja diese Handlung, die wir schon über die Zeitung immer wieder verfolgt haben, nämlich diesen Missbrauch dieses Morphiums von Drogen, irgendwie aus offiziellen Beständen. Das scheint jetzt hier zu uns zu kommen. Ich vermute mal, dass wir jetzt in diese Geschichte mit hineingeraten. Mal sehen, wie das beginnt. Müssen wir da oben schon links? Straight on. Okay, also nicht. Wir wissen nur, zwei schwarze Drogentote, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe. Next left. Okay. Was? Was macht der schon wieder hier?
Gut, hier links und dann sind wir auch gleich da. Hier ganz andere Gegend. Sechsspurige Bahnen, Straßen. Hinten sieht man schön die Hollywood-Berge. Alles ein bisschen großzügiger auch gebaut, wie mir scheint. Who in God's name would eat at that hovel? Okay. Da sind wir. Junkie-Wohnung. 4.15 Uhr. Früh. Oh. They really picked a prize shithole for our first date. I don't think you're a fool. But what's my opinion against thousands of others? Okay, das sind Apartments. Officer, please tell me what's going on. Naja, lasst uns mal hier durch. It's up the stairs, detectives. Around the corner, last door on the left. Okay, gucken wir uns das an. Have you listened? Come on, Dunn. And let me see that person. Your show now. Na, vielen Dank. So, was haben wir hier? Ein altes Fahrrad. Und hier hinten in der Ecke ein bisschen Müll. Das gehört offenbar zu diesem Apartment. Carruthers. Ah, er ist auch wieder da. I've been reassigned to Advice. What have we got? Two stiffs, overdosed, been dead a couple of days. Government issue morphine. We use the same syrettes in Okinawa. Fucking Negro junkies can't take supply this pure. You know these guys? I know of them. The younger one's a two-bit horn player by the name of Cornell Tyree. The other one works in distribution. Started using a little too much of his own product, and Jack D took exception. He wasn't born that ugly. His name's Lamont. Tyrone Lamont. So who's supplying the drugs? That's easy. Whoever knocked off the wharves in San Pedro. Jack Dragna, Mickey Cohen. Dope's been all upside down ever since Jimmy Utley started the long walk at Quentin. You talk about it like it's a system. It was a system. But those days are long gone. We are supposed to uphold the law. Yeah, and we do. But we can't change people. The truth is, everyone wants a license to get a little dirty now and then. Our job is to keep it manageable. That's how you see it? See it any other way, and you better forget about being a vice cop. Can we get on with this? Today, preferably? Ja, genau. Und dieser Konflikt, der ist doch klar. Deswegen frage ich mich, warum er ihn ausgerechnet als Kollegen geholt hat. Er weiß doch, dass Phelps jemand ist, der es korrekt machen will. Must have been messy eaters. It's all over the floor. Auf jeden Fall kennt sich unser Kollege offenbar sehr, sehr, sehr gut mit den Verhältnissen hier aus. Schauen wir mal, was haben wir denn da? Aha, da haben wir ja direkt Injektionsspritze Morphium. Okay. Streetlife have no idea how dangerous this stuff is. Da drüben eine leere benutzte. No cooking or preparation. Must have been the easiest fix these two ever had. Hm. Und dann haben wir hier eine Popcorn-Packung. Black Caesar. From the joint across the street. Looks like something was taped to the bottom of the cup. Ah, okay, alles klar. Da kann man ja vermuten, dass die Drogen darüber geliefert wurden. Weil das hier einfach sehr dicht beieinander liegt, ne? So, was haben wir hier? Nochmal so ein Popcornbecher. Another special order from the Caesar. Okay, auch da Klebestreifen drauf. Na gut, das ist jetzt ein sehr eindeutiger Fall. Dann haben wir hier Noten. All in my head, Andrew Hale, Simon Hale. Das wird. I wonder what's the correlation between love of the needle and love of the music. Naja, das wird dem Musiker gehört haben, ne? Okay, hier gibt's nichts weiter zu sehen. Was ist das? Noch ein Brief? Seltsames Gekritzel. Kind of fruit,
a bell and win. Strange doodle. Find anything interesting? Hm. Das ist ja wirklich komisch. Die Glocke kann eine Türglocke sein, kann eine Alarmglocke sein. Sehr seltsam. Wir haben natürlich auch noch die Leichen, aber ich würde sagen, wir prüfen erstmal die Räumlichkeiten. Kann ich hier mal rein? Nee, lässt er uns nicht. Was haben wir hier? Irgendwas ist hier, aber ich kriege es nicht. Another day, another dollar. Ah, okay, das ist es. Das sind die Instrumente. Scheinbar ohne größere Bedeutung. Koffer können wir nicht aufmachen, okay. Wir haben hier wieder Popcorn. Alles klar, und wieder der Klebestreifen unten dran. Jetzt ist nur die Frage, haben die es quasi konsumiert und auf diese Weise bezogen oder haben die damit gedealt und es auf diese Weise bezogen? Da ist erstmal nichts. Okay, eine Brieftasche mit einem Führerschein. Tyrone Anthony Lamont, das war glaube ich der Dealer, wenn ich mich recht entsinne. 22, braune Augen, schwarze Haare. Tyrone Lamont, not even 23 years old. Auszahlung auf Nummer 746. A small chance in life is probably better than no chance. Okay, das ist ein Lotterieschein. Aber das verstehe ich nicht ganz, das System. Aber irgendwie scheint Glücksspiel auch noch eine Rolle zu spielen. Und wir haben wieder einen Popcornbecher. Another special order from the Caesar. Auch da der Klebestreifen. So, wie gesagt, die Leichen, die gucken wir uns gesondert nochmal an. Hier sehe ich nichts. Kannst du mich durchlassen, Roy? Danke. Oh, jetzt nerv doch nicht rum. Okay, das ist anstrengend. Der nächste Popcornbecher. Bit heavy for an empty cup. Aha. Oh! Jetzt haben wir es hier nochmal original eingerichtet. Gift Morphium Tartrar-Lösung kann süchtig machen. Okay, Black Caesar, das ist unser nächstes Ziel, ganz offensichtlich. Nachvollziehbar nach diesem Fund. So, hier scheint nichts mehr zu sein. Aber irgendwas muss übersehen worden sein durch mich. Weil wir haben immer noch... die Untersuchungsmusik, ne? Na, wir gucken uns mal... Took his jolt and drifted off. And I suppose his friend wasn't in any condition to notice that he had stopped breathing. Okay, hat zwei davon gleich genommen. So, dann schauen wir uns mal die Leiche an. One cigarette is enough to knock you out for combat trauma. Two of them will stop your heart. Okay, deswegen ist das so gefährlich. So, was sehen wir bei ihm? War das jetzt der Trompeter oder war das der Dealer? Ich glaube, das war der Dealer. Da haben wir offensichtlich nichts an den Händen.
Das sind irgendwie. Okay, ein Stichwunden, alles klar. So, was haben wir hier in der Brusttasche? Ah, jetzt wissen wir, wer es ist. Cornell Eustache Tyree oder so. They say only the good die young. I hope it was true in your case. Jetzt bin ich mit den Namen durcheinander gekommen. Ich glaube, das ist der Musiker, aber ich weiß es nicht. JJ hört immer 275 FM Radiosender Notiz. Who is JJ? And why do these two care about his taste in music? Okay, es könnte was spricht dafür, dass das der Musiker ist. Never the same, are they? Aber was soll das bedeuten? The Emperor across the street appears to shift a lot of popcorn. Let's shake him down. Ja, da müssen wir auf jeden Fall hingehen. Wir gucken uns noch mal kurz die Person an, damit ich nicht durcheinander komme. Cornell Tyree. Okay, das ist der schwarze Musiker. Tod durch Überdosis Morphium. Tyreen Lamont. Das ist der, der gesessen. Ach, es waren beides Musiker. Ach so. Okay, das hatte ich falsch verstanden. Und der eine davon war gleichzeitig noch Dealer, wenn ich es richtig mitbekommen habe. Gut, dann, der Kollege geht schon vor. Ich würde mal sagen, dann schließen wir mal auf, weil der scheint ja zu wissen, wo er hinläuft. Sie sagten ja, das wäre über die Straße da, der Popcorn-Händler. Jetzt ist die Frage, über welche Straße, wo ist der genau? Right. Let's wrap this up before I actually have to work overtime instead of just claiming for it. You're a true inspiration to us all, Roy. Wie Roy knallhart über die Straße geht. So, wo ist denn nun der Laden? Da vorne sehe ich ihn schon. Black Caesar, zumindest das Schild. Isn't that the cop who caught the guy who's pretending to be dead? Okay, das ist ein Imbiss. 7.38 Uhr morgens. Help you? Detectives Phelps and Earl, LAPD. We're inquiring into the death. Hand over the popcorn, numbskull, before we kick the door in. Get that son of a bitch. Alles klar. Mal wieder jemand, der sicherheitshalber wegläuft. Stay on him. Na, da will mir doch eine reintreten. Ja, okay, war absehbar. Aber wir sind hart im Nehmen, wir bleiben trotzdem dran. Okay. Ziemlich agil. Springt gut und gerne. Aber wir kommen gut hinterher. So, wo ist er jetzt? Ah! What the hell going on here? Morgan! That you? You picked the wrong cop, you fucking animals. Ah, okay. Mal wieder ein kleiner Boxkampf, hä? You're making me and my partner over there, Matt. So. Schöne Kombination. This isn't gonna end well for you, friend. So sieht das aus. What's your name? Morgan. Half an answer is no answer to me, asshole. Fleetwood Morgan. Keep an eye on him, Roy, while I take a look around.
Na gut, dann untersuchen wir mal hier. Keep very still, Fleetwood. Don't give me an excuse to shoot you. Na, wie er grinst. Okay, also wir haben einen Imbiss und wir wissen, dass dort Popcorn mit Morphium verkauft wird. Die Frage ist, an wen, in welchen Mengen, wer beliefert die, haben wir irgendwelche Hinweise? So, hier schöne Burger-Patties. Kriegt man gleich Hunger. Gold Dawn Eggs. It doesn't appear to be connected. Ne, gebe ich zu. Maybe. No. Ne, hier haben wir nichts. So. Isn't that the cop who solved the big case and got promoted? Oh, hier haben wir eine Kiste. Ah. Oh, das wird gleich mitgeliefert. Spannend. Morphium-Injektionsspritzen. Gift-Morphium-Tatra-Lösung. Ja gut. Morphium. Might not be filling, but I'm sure it's satisfying. Ja, schöne Idee, das so zu vertreiben, ne? An so einem Imbissstand. Was haben wir hier? Ist das auch ein Musiker? Blue Room Jazz Club. Should be stamped on the reverse by the issuer. Ausgegeben von German Jones. Maybe Morgan can give us something on this Jones character. I don't think this is going to help us. No, ich weiß nicht so genau. Aha, was ist das? Das sind die gleichen Scheine, die wir da gefunden haben, Lotterie. These number slips might affect your tone, Fleetwood. Gut, die versteckt er da, wie es aussieht. Okay, hier können wir offenbar nichts weiter mehr tun. Wir werden... We're inquiring about the deaths of two men in an apartment across the street, Fleetwood. We want answers. Of course. I'll do my best, mister. Ja, das glaube ich dir kein Stück. Wir werden ihm mal auf dem Zahn fühlen, okay. Guck mal, wie er normal guckt. You're making me nervous staring like that. Naja, das ist die Absicht. You sold the drugs to Cornell Tyree and Tyrone Lamont. Oh, I sell fried steaks and black eyed peas. Ja, okay, das ist ja eindeutig eine Lüge, die wir auch nachweisen können. You're lying, Fleetwood. We know that you supply them. I don't know nothing about no drugs. All I do is my tan hair flipping burgers. Can you prove any different? Ja, das kann ich, nämlich Morphium zum Verkauf. Flipping burgers and strapping jolts of morphine to the bottom of popcorn cups, Fleetwood. Now I want the truth. Who supplies the drugs? Cat by the name of Armstrong Edwards. He brings the stuff around about once a day. I know Armstrong. He's a two-bounce, strictly small time. Who's he working for, Fleetwood? Jermaine Jones. Jermaine Jones, warte, das ist doch JJ. Von dem haben wir das schon was gelesen. Aha. We have you for the hop and resisting arrest. Tell us about the numbers if you want our help. Look, the numbers are the white man's tax on poor folk. All right, now what else you want to know? Okay. Eine Lüge ist das, glaube ich, nicht, ne? Wir können ihm das jetzt auch nicht nachweisen, dass er das irgendwie verkauft oder so. Ortiz, illegales Wettgeschäft und Lotterie. Tja, anzweifeln oder Wahrheit? Er guckt eigentlich relativ selbstbewusst, aber ziemlich angepisst. Ich werde es mal anzweifeln.
We have an address on the slips. We're gonna go down there now and rat you out, Fleetwood. Tell whoever it is that you rolled over and gave them up. No. Look, I've been cooperative, okay? Now you gotta help me some. Oh. Fleetwood, I'm gonna speak personally to the judge on your behalf. A name, Fleetwood. Look, he's a real slick dude. Wears a hat and swings a cane. Goes by the name of Merlin, all right? I ain't got a last name. See you at the station, Fleetwood. Wait, you're gonna help me, right? Of course, kid. You helped us out. We always like to repay a favor. Can you see that Fleetwood gets a nice cell, Wallace? One with a window and a nice fresh pillow. Naja, die Hilfe hat er sich ein bisschen anders vorgestellt. Okay, alles klar. Da haben wir wohl die richtigen Fragen gestellt, Antworten gegeben. Aber ich sehe gerade, wir können noch mal telefonieren. Operator, give me R&I. Putting you through now. Phelps, badge 1247. How could I help, Detective? I need an address on the Jermaine Jones Musical Booking Agency. Just a moment, Detective. Jermaine Jones. The office is listed as 5528 Santa Monica Boulevard. Thank you. Okay, Jones Buchungsagentur. Jetzt haben wir, glaube ich, mehrere Spuren. Gucken wir uns das kurz nochmal an. Von den Orten her. Wir haben dieses merkwürdige Lotteriegeschäft und Jones Buchungsagentur. Ich glaube, das sind zwei verschiedene Geschäfte. Ja, logischerweise. Aber vielleicht auch zwei verschiedene kriminelle Geschäfte. Ich würde mal... Was ist hier los? Ich würde mal sagen, wir waren erstmal diese Lotteriegeschichte abfahren, beziehungsweise halt. Wir gucken mal, wie das, was hier näher ist. Ah, das Lotteriegeschäft ist näher, das andere ist etwas weiter weg. Ja, dann machen wir es tatsächlich so. Fahren wir zuerst dorthin. Also hier rechts, dann nochmal geradeaus, dann nochmal rechts. Ja. Da wird sich das schon finden. Auf geht's. Großes Auto. I heard you were in the blue room the other night. Shouldn't you have been at home? Tucked in bed with the wife and kids? Where I go is your business. It couldn't have had anything to do with a certain delightful but damaged German girl, could it? I don't know what you're talking about, Roy. Ah, okay. How is Hopgood doing, Roy? Who? Marlon Hopgood, your informer. He was my corroborating witness in the Bishop case. Oh, yeah. Oh, right. Marlon. You're not still sore about that, are you? You made the case without him. He was an accessory to the abuse of the girl, Roy. As long as Hollywood exists, it's going to be chewing up starry-eyed little girls. Marlon was small time. You caught the big fish. And look how much good it did your career. Auch daran kann ich. Auch daran kann ich mir noch gut erinnern. Wie weit ist der Fall entfernt? Oh, sehr weit. Kümmern wir uns nicht drum. Wir fahren erstmal hier gemütlich lang. So. Auf geht's, da haben wir grün. Können wir mal über die Kreuzung rauschen? Hier auch, sehr schön. Warum ist der bei rot gefahren? Egal. Auto steuert sich etwas empfindlicher, aber im Grundsatz gefällt es mir ganz gut. Gar nicht so schlecht. Das Fahrgefühl. Take the next left. Oh, wir müssen hier links. Verdammt. Ist noch einer hinter uns? Nee.
So, dann fahr mal bitte. Watch it. Vorne mit Sicherheit links. Hier ist keine Ampel. Kannst du fahren, Kollege? Wenn nicht, dann fahre ich einfach. Und damit nähern wir uns dem Laden. Oh, was haben wir denn hier? Eat in your car. Aber das ist nicht der Lotterieladen, oder? Ja, wisst ihr was? Wir steigen mal hier aus. Gucken uns mal um. Ah, okay, das ist wahrscheinlich der Hintereingang. Lotteriegeschäft. Ah, wir nehmen auch den Hintereingang. Okay, lass mich kurz nochmal die Hinweise checken, die wir inzwischen gesammelt haben. Ja, okay, wir wissen, dass die da. Das hat aber möglicherweise nichts mit der Lotterie zu tun. Dann haben wir noch dieses komische Gekritzel. Also es gibt schon eine Verbindung zwischen dem Apartment der Toten und dem Imbiss. Nämlich beide haben Lotto gespielt. Teil eines Schwertscheins aus Brieftasche eines Überdosisopfers. Ja. Okay, die haben sogar im Blue Room gespielt. Das scheint ja auch sowieso der Umschlagplatz zu sein, so ein bisschen. Lotterie Ortiz. Illegales Wettgeschäft und Lotterie. Morgan im Besitz von Lotteriescheinen und Morpheon nannte Jones als Verkäufer. Also Jones war der Verkäufer des Morpheums? Oder der Lotteriescheine, ich weiß es nicht mehr. Gut, gucken wir mal. Hier ist nichts Spannendes. Da scheinen wir nicht weiterzukommen. Ich gucke hier links kurz nochmal. Da ist aber nichts. Also, hoch. Vielleicht finden wir hier direkt auf frischer Tat, frisch gedruckt, irgendwelche Scheinchen. Oh, was haben wir denn hier? Detectives Phelps and Earl, LAPD. The name's Merlin Odie. I run a strictly legitimate bookmaker's detective. So that's not an illegal wire service that your colleagues are running? And the number slips that I've been picking up all morning with this address on them have nothing to do with you? I pay my kick to the Watts, and they pay their cut to the LAPD. Uh-huh. You can't go shaking me down. Uh-huh. You're a loudmouth motherfucker, aren't you? Anyone ever tell you the criminals are supposed to keep their mouths shut? Stay where you are while we look around. Okay, also so läuft das hier. Die LAPD hängt mit drin. Das, also da habe ich jetzt auch schon mehrfach das Gefühl, dass der Fall jetzt uns richtig tief hineinführen wird in den Sumpf hier der Verwaltung, der Politik. Und irgendwie sagt mir mein Bauchgefühl, dass unser Kollege da auch mit profitiert. Nothing significant. Okay, wahnsinnig viele Telefone, das ist natürlich schon mal spannend. Cohen took over the wire service from Siegel. Cohen ist doch der Typ, der auch meine
Das war doch der Boss, der auch in den Zeitungsartikeln immer vorkam. Aha. Oh, oh, oh. Wartet, hier. Jetzt kommt das Symbol zum Tragen. Nee, das will ich nicht hold machen. Was war das? Obstglocke Win. Wir müssen... Ah, okay. Jetzt können wir... Ah, ist ja cool. Jetzt können wir hier einmal hold machen. Eieieiei. Okay, es gibt einen Zusammenhang zwischen dem Lotto und den Drogen. Monday Night. Hollywood Aussagen auf Nummer 5429. Vielleicht ist das gar kein Lotto, sondern... Thanks for the paper trail, Merlin. Irgendwie quasi Anweisungen für die Übersendung des Morphiums. Tja. Okay, damit haben wir ihn hier ganz schön am Arsch, würde ich sagen. With this quantity, we're looking at a high-level trafficking charge. Ramas Removals, L.A. Geliefert an Otti. Mhm. I think Ramas' place is our next stop. Oh, that's quite a win for a dime, Merlin. You better start God talking. Damn it. Get after him, Phelps. Okay. Give it up, Adi. Es geht mal wieder los. So, schießen können wir nicht. Wir müssen ihn so irgendwie verhaften. Läuft er da rein? Ne, jetzt ernsthaft. Wo ist er hin? Da wieder raus. Stop right there, Adi, or I will shoot. Ja. Kommen wir ran an ihn. Oh Gott, die arme Frau. Hey, you so, wir nähern uns aber. Phelps ist schneller. Jawohl. All right, relax, motherfucker, you got me. Nice wand, Merlin. Too bad you couldn't pull off your vanishing act. Make your joke, smart guy, but don't damage that. That there's a valuable antique. You don't say. Maybe you ought to have a look at this, Cole. Okay. Hier gibt es also noch was rauszubekommen. Ah, wird ja immer interessanter. Mr. José Ramos verpflichtet sich an Merlin, blablabla, die Summe von 203 zu zahlen. Schuldschein. Adi has José Ramos in his pocket. Ramos must have forgotten his lucky numbers. Okay. Would you like to calculate the odds on you going to prison for a very long time, Merlin? I'm not going nowhere. I've paid my contributions, and I'm not getting hustled by you. Ooh. Okay. Dann sprechen wir mal mit ihm. We're only interested in morphine, army surplus morphine. What do you have to say about that? I heard about that. Big robbery on the ship. Ain't my line of work,
I prefer something with a sporting outcome. Ja, na gut, jetzt haben wir das bei ihm gefunden, hä? You distribute for the Jews. You're a patsy. I don't know what you're talking about. I distribute for the LAPD, motherfucker. Ja, warte mal, wie können wir ihm das jetzt... Hat er sich das hier nicht gemerkt? Ja, wir haben doch das hier bei ihm gefunden, da in der Bude da. Ah ja. Können wir ihm das gekritzelt? Ja, nee, das ist Quatsch. Warte mal, Dealer identifiziert. Er nannte Jones als Verkäufer. You're off the hook for now. Warte mal, warte mal, warte mal. Ich will kurz nochmal. Ist es blöd, ich habe jetzt seinen Namen. Das war nicht Jones, ne? Das war Morgan oder so. Kann ich mir. Oh, ich kann mir das nicht. Marlon Otti, okay, gut, das bringt also nichts. Das ist jetzt irgendwie doof. Ist das ein Beweis? Ich glaube, ich setze ihn unter Druck. Ich zweifle das an. Okay, Merlin, behave like a moron. The two dead guys. I'm telling the DA that you sold them the hop. Are you hearing this? Loud and clear, motherfucker. I have chips. And I'm not throwing my cards in this easy. Ich weiß nicht, was ich jetzt... Ich meine, es ist doch... Gut, es kann natürlich sein... Ach, stimmt. Es ging um den Beweis, dass das aus dem Armeevorrat ist. Es ging nicht um Morphium an sich. Ah, okay, das war... Das war von mir jetzt ein Fehler. Ramez seems to owe you a lot of money. We all owe somebody. Ja gut, also das haben wir ja nur gefunden. The truth, Merlin. Do you know that stealing that surplus is a federal beef? That means that all the payoffs will count for nothing if the feds get involved. Do you want that kind of heat? How do you think you can tie someone like me into a major operation like that? Na gut, den Schuldschein haben wir nur gefunden. I'm done jibber-jabbering with you. Hä? You're not the guy we want, Merlin. We're taking you in. Maybe some time in a cell will help you remember something. Okay, jetzt habe ich hier völlig versagt. Fuck you and fuck you. You'll never put a charge on me. Take this bum in. Take the long way around. And don't be gentle with him. You got that? Yes, sir. Gut, also hier habe ich irgendwas Wesentliches offenbar nicht kapiert. Oder wir hätten ja einfach Wahrheit machen müssen. Ich hoffe, das verbaut uns jetzt nicht den gesamten Fall. Ärgere ich mich jetzt gerade ein bisschen über mich selbst. Ich habe irgendwas missverstanden. Wir werden sehen. Wir werden uns in der nächsten Folge wiedersehen. Bis dahin, macht's gut. Euer Steinwein.